So, ganz herzlich willkommen zu unserer BOLL Morning Session Online Edition. Mein Name ist Michael Peter von der BOLL Engineering. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von der BOLL und der Palo Alto Networks zur heutigen Morning Session zum Thema PanOS 10.2, wo ja unter dem Codenamen Nebula gelauncht worden ist. Schauen wir uns gerade mal an, was wir heute werden zusammen anschauen, bis etwa um 10:30 Uhr. Ich würde starten mit What's New, ein bisschen Neuigkeiten zu der PanOS 10.2 sagen, wird dann ein bisschen vertieft aufs IOP-Subscription eingehen mit der Demo. Dort werden wir uns ein paar Minuten anschauen, was die neue Subscription kann und wo Sie die finden, wie Sie die können installieren. Dann haben wir einen zweiten Teil, Enhanced DNS Security, mit dem Nicola Vogel von der Palo Alto Networks. Nico, herzlich willkommen. Merci, hallo zusammen. Du wirst uns den zweiten Teil auch inklusive einer Demo machen. Da freuen wir uns sehr drauf. Und der dritte Teil wird nochmal jemand von der BOLL bestreiten. Das ist mein Kollege, der Rolf Bamert, der die Advanced Routing Engine wird vorstellen. Hallo Rolf. Guten Morgen miteinander, willkommen. Er sitzt da gerade neben mir. Also, er hockt auch am Chat und schaut Ihre Fragen und Antworten an. Also, Fragen an, die Sie stellen können. Das finden Sie im Chat, in der Zoom-Liste unten unter F und A. Wenn etwas Technisches nicht funktionieren, wir plötzlich nicht mehr da sind oder Sie nicht mehr sehen, bitte den Chat benutzen für Fragen zum Webinar, wie gesagt, F und A. Am Schluss haben wir ebenfalls noch ein bisschen Zeit einplanen, um Fragen und Fragen beantworten. Also, wenn noch etwas am Schluss aufkommt, haben wir dann auch noch Zeit. Sie sind alle stumm geschaltet, das heißt, Sie können nur über Fragen und Antworten mitwirken. Dort bitte sich rege beteiligen, wenn irgendetwas ist. Gut, starten wir gerade. What's new in PanOS 10.2? Sie haben vielleicht gesehen, die meisten kommen wahrscheinlich aus Mail über. Der Release 10.2.0 ist am 28. Februar, also vor etwa ein bisschen mehr als einem Monat, released worden. Die Release Notes sind dann ebenfalls erschienen. Vielleicht noch als kleine Information. Sie können natürlich die Präsentation im Nachgang über. Also alle Verlinkungen können Sie dann ebenfalls nutzen. Sie müssen sich da nichts aufschreiben oder nachfragen. Wir schicken im Nachgang dann Ihnen schicken. Die Release Notes sind erschienen. Dort innen finden Sie jederzeit, was ist neu, für welche Geräte geht es, was gibt es für Known- und Rest-Issues. Das zeige ich nachher gerade geschwind. Einfach als Information nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie die Release Notes jeweils an für den neuen Release. Wenn ich nochmal zurückgehe in die Präsentation, gibt es auch in den Release Notes ein Upgrade und Downgrade Considerations. Das ist eine Sektion in der Release Notes. Ich klicke nochmal drauf, dass Sie es sehen, wo steht, was man soll beachten bei einem Upgrade und bei einem Downgrade ebenfalls. Muss man gewisse Plugins allenfalls zuerst aktualisieren? Panorama. Muss man auf der VM-Series etwas machen, dass es funktioniert? Wenn man FIPS-Compliance ist, was muss man dort machen? Das kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Schauen Sie die Upgrade-Downgrade-Considerations an. Da finden Sie Sachen, die Sie machen müssen, bevor Sie den Upgrade. Für noch ein bisschen mehr Informationen gibt es das Beacon-Portal. Ich hoffe, Sie kennen das alle. Das ist das Learning-Portal von der Palo Alto. Dort gibt es ebenfalls zwei Module, wo PanOS 10.2 What's New und Panorama 10.2 What's New heissen. Ich klicke mal auf eins, dass Sie das sehen. In der Beacon heisst die Plattform, in der Learning-Plattform, können Sie sich anmelden, ebenfalls mit Ihrem Support-User. Und dann gibt es da What's New. Es gibt meistens einen Test, wo man gerade ein paar Testfragen beantworten kann. Wenn man die kann richtig beantworten kann, wird es einem schon als erfüllt angeschaut. Sonst gibt es da unten What's New. Das ist jetzt ein 15-minütiges Kurs, wo Sie machen können und alle Neuigkeiten sehen. Kann ich auch nur empfehlen, nutzen Sie die Möglichkeiten im Beacon-Plattform. Dann können wir öfters die Frage über, ja, welcher Release ist jetzt genau gut? Kann ich den schon benutzen? Ist der schon freigegeben von der Palo Alto? Und da kann ich Ihnen einen dritten Link empfehlen, der Live-Community, eine dritte Möglichkeit, um sehr viele Informationen abholen. Es gibt dort ein Dokument, das heißt Release Guidance. In dem Dokument gibt Palo Alto eigentlich Preis, welcher Release als stable gilt, welcher noch im Monitoring-Status ist und in dem Sinn noch nicht freigegeben ist, unter Anführungs- und Schlusszeichen. Ich zeige Ihnen das Dokument ebenfalls mal in der Live-Community.
Genau, das sieht dann so aus, dass Sie hier oben für das PANOS die Informationen haben. Und da sehen Sie, C2.0, die am 28.02. freigegeben worden ist, ist aktuell noch das Problem, dass man unter einer OpenSSL Vulnerability leidet. Und ganz frisch, zeige ich in der nächsten Folie, ist der C2.1 freigegeben worden, wo die Vulnerability schliessen. Allerdings kann man sagen, der C2.1 Release von vorgestern ist noch unter Currently Monitoring Status. Das heisst, der ist von der Palo Alto noch unter einem Monitoring Status. Wenn noch irgendetwas auftauchen würde, würde man das allenfalls noch flicken oder im nächsten Patch dann einbringen. Wenn man da vielleicht unter dem 10.1 sieht, gilt der 10.1.5 Hotfix 1 als Preferred Release, wenn man jetzt noch auf dem 10.1 anfällt. Das heisst auch, meine Empfehlung, 10.2 vielleicht auf einem Testsystem, auf einem internen System gerne mal installieren, bei den Kundenumgebungen vielleicht noch abwarten, bis der Status als Preferred Release erscheint auf dem Dokument. Da können Sie sicher sein, der ist in einer breiten Basis freigegeben und ohne größere Probleme können Sie den nutzen. Auch den Link, wie gesagt, können Sie nachher nutzen über unsere Präsentation. Der CVI, den ich vorher erwähnt habe, die Infinite Loop Vulnerability im OpenSSL, ist ebenfalls dokumentiert. Das ist eine weitere Plattform, die ich auch kann sehr empfehlen kann. Die nennt sich security.paloaltonetworks.com. Da sind alle Schwachstellen, die aktuell Palo Alto bekannt sind und offen oder geschlossen sind, dokumentiert. Da sehen Sie dann auch die CVE-Schwachstelle, die eine offizielle Nummer bekommen hat, sind die Produkte betroffen. Also PANOS 10.2 ist alles, was kleiner als 10.2.1 ist, betroffen. Nicht mehr betroffen ist alles, was grösser ist als 10.2.1 und ein Fix drin hat. Dann springe ich gerade auf die ganz aktuellste Information. Das ist nämlich 10.2.1 Release, ist 19.04., also gestern, knapp vorgestern, published worden und fixt, wie gesagt, ein grosser OpenSSL Infinite Loop Vulnerability. Darum unbedingt, wenn man mit 10.2 arbeiten will, den 10.2.1 Patch nutzen. Auch da die Hinweise, die Release Notes. Auch der 10.2.1 Release hat natürlich noch gewisse Known Issues, die schon bekannt sind, die man nicht mehr geschafft hat zu fixen. Die finden Sie ebenfalls beide in den Release Notes zu 10.2. Ich mache das nochmal geschwind auf. Das sind die 10.2 Release Notes. Da gibt es jeweils eine Section, die heisst Known and Addressed Issues für das 10.2.1 und für das 10.2.0. Also da finden Sie beide Informationen von beiden Releases in der gleichen Release Notes. Nutzen Sie die Informationen, sehr wertvoll, falls Sie sich überlegen, abzudecken. Gut, wenn wir uns aber nicht mit Release Notes beschäftigen, sondern was wirklich neu kommt in dem Release, haben hier eine Folie angezeigt, wo man ein bisschen sieht, in welchem Bereich es neue Features gibt. Auf der linken Spalte sehen Sie, viel im Bereich Subscription Service gemacht wurde, Advanced Threat Prevention, DNS Security, wo der Nico Vogel uns wird ein bisschen mehr noch sagen, Advanced URL Filtering, auch dort hat es neue Möglichkeiten vom Filtering gegeben. Im Bereich IoT Security hat man grosse Fortschritte gemacht, bessere Erkennung. Und in dem IOP-Subscription, die ich dann noch gerade im Anschluss wird vorstellen. So viel Bereich Security-Subscription, wo Neuigkeiten drin sind. Das Advanced Threat Prevention und das URL-Filtering, wo die nicht mehr so tief darauf eingehen, das haben wir in den letzten Sales-Update vor 2-3 Wochen, wo von den Kollegen Rolf Bammert und Peter Bernhold gemacht wurde, ist schon ein bisschen erläutert, was da wichtig ist, was auch die Verkaufsargumente sind. Da zeige ich Ihnen einfach, was sich so ein bisschen geändert hat im Vergleich zu der vorherigen Release. Im Bereich VM-Series Firewalls läuft immer sehr viel. Dort werden neue Anpassungen gemacht, vor allem auch die verschiedenen Provider, die die zur Verfügung stellen. Dann haben wir auch im Bereich Networking die Advanced Routing Engine, die der Rolf Bammert noch wird zeigen. Decryption zeige ich etwas Kleines, User-ID, Management und 5G-Security, wo ebenfalls kleine Verbesserungen dazugekommen sind. Sie sehen hier PANOS New Feature Guide. Auch das ist ein Dokument, das auf dem Docs, paloaltonetworks.com liegt. Da werden alle Features auch im Detail beschrieben. Sie sehen hier links, wenn ich hier ein bisschen abscrolle, für jedes Feature, nehme ich mal eins, Management Feature, werden alle beschrieben. Zum Beispiel das hier.
zeige ich nachher dann auch gesehen. Und sie sehen auch, wie sie das können konfigurieren. Also da gibt Paolo eigentlich für jedes neue Feature auch schon die Anleitung mit, wie es funktionieren tut, was sie unternehmen müssen, dass es neu eingestellt ist. Gut, jetzt gehe ich, wie gesagt, auf ein paar Features noch ein und zeige ein bisschen den Unterschied, den wir haben, wenn wir das 10.1 und das 10.2 anschauen, also sehr auf technischer Ebene, Web-UI basiert. Im Advanced Threat Prevention, wo wir ja heute bis anhin signaturbasiert geschaffen haben, also Sie kennen ja das auch aus dem Anti-Spyware-Profil, haben wir da die Signature Policies, also wie gehen wir mit den Signaturen um. Und da sehen wir jetzt auch neu, was dazugekommen ist, das ist die, ein Detect, also ein Mechanismus, wo kann nebst Signaturen auch auf Cloud-basierte Analyse erkennen, sind das Command- und Kontrollkanäle oder Spyware, wo zusätzlich irgendwo probiert wird, aber oder aufgeladen werden. Da sehen Sie den Unterschied. Bis anhin haben wir im Anti-Spyware-Profil die Einstellung nicht gehabt. Neu haben wir da die Inline-Cloud-Analyse, wo wir können aktivieren. Und dann sehen wir auch die Machine-Learned-Based Models, die Palo Alto zur Verfügung stellt, wo automatisch Erkennungen machen. Die Modelle, die in der Cloud, über Cloud gelernt, angelernt werden und der Mechanismus dann auf Firewall geladen wird, funktioniert automatisch. Das heisst, man muss da nicht irgendein Package abladen oder ein Signatur-Update machen. Das ist ein ganz automatischer Prozess, wie die Machine Learned-Based Model geführt wird. Es gibt ab und zu Updates und es kommen neue Models dazu. Das sehen Sie auch zum Teil. Über die Signatur-Updates werden dann auch nach und nach neue Models für neue Sachen zu erkennen updated und stehen dann da im Anti-Spyware-Profil zur Verfügung. Also da der Unterschied, dass wir neue Funktionalitäten haben. Wenn Sie updaten, gehen Sie das schauen, ob es enabled ist und was Sie wollen machen als Action, wenn etwas erkannt wird über so ein Modell. Dann springe ich in Advanced URL-Filtering. Auch da habe ich geschwind Gegenüberstellung, was da passiert ist. Auch da hat man ein neues Deep Learning Engine kreiert von Palo Alto, das man nutzen kann. Im vorherigen Teil haben wir gesehen, dass wir das Inline Machine Learning schon haben können nutzen, ebenfalls auch mit diesem Modell. Heute in der 10.2 Version kommt noch eine Cloud Inline Kategorisierung dazu, ein Cloud-based Erkennungsmuster, wo man kann diverseste Sachen erkennen von Phishing-Attacken bis One-Time-URLs, alles Mögliche, wo in der Cloud eben gefiltert wird und die Intelligenz auf die einzelnen Boxen geladen wird. Auch da neue Funktionalität, die Sie können. Dann habe ich eine kleine New-Feature-Selection gemacht. Ich habe mir noch ein paar Features rausgenommen, die ich gerne zeigen will, weil ich die noch spannend finde. Wir können nicht alle 60, 70 Features, die neu gekommen sind, anschauen. Eins ist der Software-Upgrade. Wenn man heute mit der Version 10.1 und kleiner ein Software-Upgrade macht, plant man in der Regel ein Wartungsfenster. Man geht dann hin, lädt sich die Version ab und tut sie installieren. Sobald man sie installiert, wird man vielleicht gewarnt, Achtung, du erfüllst den Upgrade-Pfad nicht. Also es braucht noch ein Base-Release oder eine andere Version, dass man auf den neuesten Release kann. Und es sagt einem vielleicht, Content-Updates sind nicht aktuell, mach den Update bitte zuerst. Das kostet Zeit in dem Wartungsfenster, wo knapp ist. Und da hat sich Palo Alto überlegt, dass man das neu so macht. Bevor man überhaupt mit einer Installation anfängt, prüfen wir heute schon Abhängigkeiten. Das sehen Sie in dem Fenster von 10.2. Sobald man ein Release abgeladen hat und sagt Validate, ich zeige das geschwind am Live-Gerät vielleicht am besten. Das ist da, also wenn man unter Device Software geht und heute ein Release abladen, in der 10.2-Version, ich fahre da noch 10.2.0, dann sehen wir noch einen Validate-Knopf. Ich mache jetzt, haben wir den 10.2.1 abgeladen. Wenn ich da sage Validate, dann prüft es mir, welchen Release als Basis muss ich haben, dass ich auf der 10.2.1 komme. Das wäre der 10.2.0, der ist okay, es gibt noch keine Required Version. Und das Content-Update von dieser Version muss vorhanden sein. Und ich kann im Vornherein schon sagen, holen wir die beiden Versionen. Holen wir die Version, die ich brauche, die Software, und holen wir das Content Update, sodass ich dann im Maintenance Window gerade sofort mit der Installation starte. Sehr ein nettes Feature, das automatisiert noch ein bisschen hilft, schneller können umsetzen von Updates. Auch ein schönes Feature ist im Bereich von der Decryption Policy passiert. Das ist ein Screenshot von 10.2 GUI. Bis anhin
hat man beim SSL Inbound Inspection ja können angeben, welches Zertifikat nutze ich auf meinem Server. Und man hat das Zertifikat auf der Palo Alto mit einem privaten Schlüssel können einladen, dass Palo hat können inline mitschauen und verschlüsselten Verkehr anschauen, nach Security Subscriptions scannen. Man hat immer ein bisschen das Problem gehabt, man musste ein Zertifikat angeben und das ist irgendwann abgelaufen. Heute mit 10.2 ist folgende Option dazugekommen, dass man statt nur ein Zertifikatsprofil eben mehrere auswählen kann. Das heisst, man kann das alte Zertifikat stehen und das neue ebenfalls hinzufügen. So kann man eigentlich verhindern, dass man hat, wenn das alte abgelaufen ist, müssen die Decryption Policy zu dem Zeitpunkt anpassen. Heute kann man einfach das neue schon vorgängig einladen und es schaut dann, passt eins von diesen Zertifikaten auf den Stream zum Entschlüsseln und den Verkehr anschauen. Man kann bis 12 Serverzertifikate rein tun, macht auch wieder so ein bisschen den Daily Work einfacher, dass man nicht zum Zeitpunkt X muss die Zertifikate austauschen, sondern einen schöneren Übergang kann fahren und Zertifikat vorgängig austauschen, ohne auf dem Zeitpunkt abhängig zu sein, wenn es alten abläuft. Also da werden Sie neu sehen, im GUI hat man jetzt neue Zertifikatsprofile in Auswahl und nicht nur eins, nicht nur ein Dropdown mit einem Zertifikatsprofil. Schönes Feature. Auch im Bereich vom Management noch etwas, was neu gekommen ist, das nennt man Selective Commit. Man kann bis anhin, ja, wenn man einen Commit macht, sagen, man tut seine Änderungen. Das wäre jetzt hier gerade ausgewählt von dem Admin-Commit oder auch Änderungen von 2, 3 Admins oder All Changes, wo gerade alle Admins dran sind am Arbeiten. Neu lässt sich das in Zeit 2 noch fein granularer konfigurieren und man kann bei seinen eigenen Änderungen sogar auswählen, in welchem Bereich wollte ich etwas committen. Ich habe hier so eine Testadresse erstellt und eine Policy, die heisst Internet. Und ich kann jetzt beim Commit sagen, du musst bitte nur die Security Policy committen und die Testadresse bitte noch nicht. So kann man noch ein bisschen einfacher Testszenarien umsetzen, wenn man zum Beispiel sagt, ich wollte zuerst nur das committen und muss nachher nicht mit Snapshots oder Konfigurationsfiles hin und her schalten, sondern ich kann sagen, commit mir mal die Security Policy. Vielleicht im Nachhinein als Adressobjekt oder was auch immer. So lässt sich es noch ein bisschen einfacher managen von Änderungen von sich oder von anderen. Ebenfalls in diesem Bereich ist auf dem Panorama eine Änderung gemacht worden. Panorama-Administratoren können jetzt auch nicht nur die eigene Änderung, sondern auch Änderungen von anderen Administratoren. Das habe ich hier in dem kleinen Text da unten beschrieben. Also wenn ein Panorama-Admin von sich Änderung und von einem anderen Admin gleichzeitig speichern, hat er neu die Auswahl. Für das habe ich keinen Screenshot, aber er kann auswählen, welche Änderungen von welchen Admins sollen gepusht werden auf die verschiedenen Boxen. Das ist so meine kleine Feature Selection, die ich ausgewählt habe. Es gibt noch ein paar andere Features. Schauen Sie, wie gesagt, den New Features Guide an und nehmen Sie das raus, was für Sie braucht. Wie gesagt, wenn noch Fragen dazu sind, nutzen Sie das F&A-Panel, wo der Kollege Rolf gerade da hockt im Moment. Und wenn Fragen kommen, vielleicht auch einwirft, dass man noch etwas beantworten kann. Perfekt, keine Frage im Moment. Gut, dann komme ich auf das neue Feature IOPS zu sprechen. Es ist eine Cloud-Subscription, die ich gerade zeige, die ab sofort für PanOS 10.0 und später zur Verfügung steht. IOPS heisst Artificial Intelligence for IT Operations. Ist übrigens wahrscheinlich auch zum späteren Zeitpunkt eine Zertifikatsfrage. Alle die, die den PCNS A und E machen, so Sachen sind gern gesehene Fragen. Ist auch im Beacon-Portal, wenn man die kleinen Tests macht, ist eine von den Fragen, was heisst überhaupt IOPS? Da haben Sie schon einen Pluspunkt drin und eine von den Fragen richtig beantwortet, wenn Sie das wollen. Ist wie gesagt ein Cloud-Dienst. Ist eine Subscription, die man lösen kann, und ist ein Cloud-Dienst. Der Cloud-Dienst läuft auf als Applikation im Hub. Ich zeige das nachher gerne auch noch, wie das funktioniert, wie man die auch aufsetzen kann. Die Idee von dem Dienst ist, dass die IOPS-Applikation Telemetriedaten von den Firewalls bekommt. Das sehen wir hier auf der linken Seite. Die senden Telemetriedaten dort rein und die IOPS-Applikation tut die auswerten, und zwar nach verschiedenen Standpunkten. Ein von diesen Punkten ist, dass man eine Best Practice Recommendation bekommt. Das heisst, die Applikation tut die Konfiguration auswerten und zeigt, wo könnte man noch etwas besser machen, wo fehlt noch etwas, wie sieht der Industriestandard aus, wo kann ich noch etwas anpassen.
Das kommt Ihnen sicher ganz bekannt vor, das ist der Best Practice Assessment, der hier integriert worden ist. Der schöne Vorteil ist, das wird automatisiert gemacht und bezieht sofort Änderungen mit die, die Sie machen. Und Sie müssen nicht den BPA periodisch durchlaufen lassen und schauen, wie sich es verändert, sondern man hat sofort, wenn man eine Änderung macht, widerspiegelt sich das in dem AIOps-Portal und man sieht, wo man allenfalls noch etwas vergessen hat, dass man Best Practice möglichst näher kommt. Das Zweite ist Gain Insights, das ist der Punkt 2 auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Man hat die Möglichkeit, hier innen auch Logs zu analysieren, zum Beispiel, welche Applikationen werden genutzt oder welche Subscription-Service, wie sich die gerade verhalten. Ähnelt natürlich ein bisschen am Monitoring, das man auf der Box schon hat. Da ist es einfach zentralisiert für Xboxen. Die, die Panorama nutzen, machen das vielleicht dort schon Auswertungen fahren. Die Idee, denke ich, ist meine Meinung, könnte sein, dass man vielleicht Boxen, die nicht im Panorama laufen oder wo man nicht über irgendein Management-System schon anpackt, dass man den IOPS-Dienst für das nutzen kann, um ebenfalls Insights zu bekommen, was läuft in diesen Netzen. Vielleicht gerade, wenn man als MSSP schafft, verschiedenste Boxen, wo vielleicht nur einzeln irgendwo für Kunden draußen sind, darüber managen und Insights bekommen. Das dritte Standbein, wo die IOPS-Applikation kann, ist Prediction, eine Vorausschau und eine Analyse von Logfiles, zum schauen, lange die Box in Zukunft, das kann bis 7 Tage im Voraus eine Analyse machen, wenn vielleicht die CPU vergeht, gibt es einen Alarm, eine Prediction auf eine Vorschau, um zu sagen, Achtung, die Box könnte in der nächsten Zeit volllaufen, die Kapazität von der Disk lange nicht, wenn das Logging so weitergeht. Das zeige ich nachher gerne auch noch im Beispiel, wie das aussieht. 2, 3 andere Features hat es noch drin, zum Beispiel kann man auch gerade aus Alarm aus Tickets kreieren, man kann Reports natürlich machen, Visualisierungen. Eine Frage, die sehr oft kommt, ja, was und welche Daten werden gespeichert und wo sind die Daten? Für das habe ich hier schon mal das Datasheet von der Telemetry Privacy verlinkt. Das ist ein öffentlich zugängliches Dokument, das zeigt, welche Daten werden genommen, wenn man was aktivieren tut, wo werden die gespeichert, wie werden die verarbeitet, wie sieht das aus mit dem EU-Datenschutzgesetz, was könnte zugegriffen werden, was wird von Palo Alto angeschaut und, und. Also diese Fragen kommen garantiert, wenn Sie einen Kunden haben, wenn der Service anbietet, ja, wo sind meine Daten und was macht ihr damit? Für das gibt es, wie gesagt, das Dokument Datasheet Telemetry Privacy, wo Palo Alto veröffentlicht wird. Seit wann und wie ist der Dienst verfügbar? Wir sehen das hier. Wir sind aktuell in einer ganz frühen Phase, vom 1. bis zum 1. März bis 15. Mai ist das der Dienst frei zur Verfügung für Hardware und Panorama. Das sieht man hier oben. Ab dem 15. Mai fährt dann die Lizenzierung an. Es gibt 2 Tiers, ein Free- und ein Premium-Tier. Das werde ich nachher gerade noch auf der Folie zeigen, was die Unterschiede sind. Und dann im späteren Q3 vom Kalenderjahr 2022 werden auch noch die VMs reingenommen. Bei den VMs ist wahrscheinlich die Problematik, dass dort Performance-Werte nicht ganz einfach zu messen sind, weil das irgendwo auf einem Host läuft, dass das bei der Hardware einfacher ist. Darum wird das Tool dann eher später noch für die VM-Firewalls. Aktuell, und das kann ich nur empfehlen, testet Sie es bis zum 15. Mai gratis, beide Tiers, der Free und der Premium-Tier. Ab 15. Mai braucht eine Subscription, wenn man will, Premium-Funktionalität nutzen. Und das sehen Sie hier in der Übersicht. Wir haben alles, was free ist, ist einfach umrandet und nicht gefüllt. Und zwar sieht man das in den verschiedenen Silos, also in den verschiedenen Funktionalitäten. Und alles, was ausgefüllt ist, ist die Premium-Paid-Version. Schauen wir uns das geschwind an. Security Posture, also was darum geht, Best Practice machen, ist im Moment in Free-Version, also ohne Kostenfolge, verfügbar. Zum Schauen, proaktiv läuft meine Box noch, haben wir ebenfalls Software- und Hardware-Issues und heuristische Algorithmen, die Sachen auswerten können. Das ist frei. Wenn es darum geht, Predictions zu machen, also Analyse, wo es auch Machine Learning Power dahinter braucht, das ist dann in der Premium-Version nur möglich. Wenn es darum geht, Sachen zu optimieren, zu schauen, was läuft in meinem Netz, wie Log analysieren
oder das Overall Health, also die Gesundheit von der Box anzuschauen, oder auch die DNS Security Dashboard, das ist noch frei. Allerdings kommt da noch etwas dazu, und das sehen Sie in den beiden farbigen Punkten. Bei gewissen Funktionalitäten, obwohl sie frei sind, braucht man noch, in dem Fall ein Cortex Data Lake, weil das eben sehr viele Logdaten sind, den muss man mitbringen. Wenn Sie schon einen haben, weil Sie Cortex nutzen oder vielleicht bei den Firewalls Strata schon Cortex Data Lake haben, können Sie natürlich den gleichen Data Lake nutzen. Es braucht noch nicht einen neuen dazu. Für gewisse Service braucht es einen Data Lake oder sogar noch eine Security Subscription. Also wir sehen hier Indicators of Compromise oder Ransomware. Das braucht natürlich auch Threat Prevention oder auch dort DNS Security braucht Subscription auf der Box, dass man die Daten überhaupt bekommt und könnte auswählen. Gut. Auch hier noch in der Benachrichtigung. Alerts via E-Mail sind frei zur Verfügung. Wenn man ServiceNow integrieren will, ist das entsprechend in der gezahlten Version. Das dritte und das fünfte und letzte ist der Support. Web-Support hat man via Live Security und kann auch für System Issues, also wenn ein Disk kaputt ist oder so, direkt aus dem IOPS ein Support-Ticket von TagGuard erstellen. Für alles, was Operational Issues sind, braucht es dann wieder die Paid Premium-Version. Gut. Jetzt aber genug Geräte in der Theorie und genug Telefon abgewimmelt, gehen wir wirklich mal in die Demo, wie das funktionieren wird. Und da möchte ich Ihnen zeigen, es gibt übrigens auch einen Get Started Guide auf Docs, paloaltonetworks.com, das ist überhaupt kein Problem, dort werden Sie durchgelotzt, wie das funktionieren tut. Ich zeige das geschwind, gehe nochmal auf meine Firewall zurück. Und da haben wir zwei Sachen, die wir beachten müssen. Zuerst einmal im Setup. Wenn wir schauen, dass wir einen Data Lake angebunden haben, wenn wir die Sachen brauchen wollen, die einen Data Lake braucht, das finden Sie ja im Setup Management ganz unterst. Da müsste der aktiviert sein. Man sieht auch, ob er connected ist. Und das Zweite, was die Firewall muss machen, sie muss Telemetriedaten schicken. Und das findet man unter Setup Telemetry. Da ist der Screenshot, den wir vorher schon gesehen haben. Da wählt man aus, welche von den Daten werden geschickt. Also Device Health, Performance, Product Usage oder auch Threat Prevention Informationen und in welcher Telemetrieregion, also wo werden die Daten abgeleitet. Da vielleicht noch als Hintergrund, Daten werden hier abgeleitet, wo die Region ist. Wir haben jetzt hier einen Cortex Data Lake in Europe, darum steht da nur der zur Verfügung und unsere Daten liegen dort. Das ganze IOPS läuft im Moment Nordamerika, das heisst, die Auswertung passiert in Nordamerika. Wir gehen aber schwer davon aus, dass das gleich wird ändern und die IOPS-Applikation auch noch auf andere Regionen ausgeholt wird. Daten, muss man sagen, bleiben wie gesagt in Europa, aber die Auswertung passiert in Nordamerika aktuell. Gut, das sind eigentlich Bedingungen, die man auf der Box muss erfüllen muss. Dann muss man in Hub eingehen und ich nehme an, den kennen Sie, wenn Sie sich einloggen. Gerade ganz neu hat man da auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die forciert wird per E-Mail. Vielleicht haben Sie die Änderung schon bemerkt, wenn Sie jetzt ganz frisch hier gehen. Es kommt das OTP per Mail. Und da gibt es die Apps, die man kann aktivieren. Also da ist die IOPS Apps App. Man geht auf Activate, gibt den Namen. Ich habe die schon aktiviert, zeigt in welcher Region dass die läuft und wählt dann entsprechend auch einen Data Lake aus, wo man schon hat. Sobald die aktiviert ist, erscheint sie da oben und Sie können dann draufgehen und Ihre Instanz auswählen. Dann kommt man entsprechend auf die Instanz, wo Sie dann startet, wo Ihre Boxen einloggen. Es geht im Moment, jawohl, jetzt haben wir das Dashboard da. Im Dashboard haben wir verschiedene Sachen. Wir haben hier eine Summary, also eine Zusammenfassung, wie ist meine Gesundheit von meinen Device, also von der Performance her, von der Disk und so weiter. Und das Zweite ist, wie sicher sind meine Device. Da sieht man das Security Rating und Sie sehen hier schon, wir haben gewisse Device onboarded, wir haben einen gewissen Status, gewisse sind gut, fair, poor und critical. Man kann dann auch gerade hier reingehen, es macht einem einen Vorschlag, welche Device sollte man untersuchen. Also es zeigt jetzt einem gerade die PA440, sollte man untersuchen. Man kann da draufklicken oder auch im Security-Bereich sitzt auch die PA440. Da unten gibt es auch noch Checks, wo eben das Best Practice hier gehen. Palo Alto sagt, im Bereich Maintenance, Monitoring und Audit Logs gibt es noch gewisse Sachen, die man kann korrigieren. Und man sieht auch die Auswirkung, die es hat, wenn man das korrigieren würde. Der Security Grade bleibt dann bei Fair
weil wenn wir das flicken. Andere haben unter Umständen einen Einfluss. Sie haben jetzt gar keinen Store, der einen Einfluss hat, der den Security Rate gerade noch wird massiv verbessern wird. Wir können mal hier drauf gehen. Wir kommen auf die PA44. Und wie gesehen, im Moment die ist vom Grade her gut. Die hat keine Alerts dran. Da sehe ich mal auch Alerts, die auftaucht sind, wenn etwas nicht gut wäre. Das Gleiche gilt für die Security. Auch da kann ich rein für die PA44 und kann schauen, im Moment ist sie critical. Wenn ich die Sachen würde erfüllen würde, die ich machen kann, käme die in Grade gut. Also ich kann sie so korrigieren, meine Konfiguration von der Security her, dass sie nachher als gut dargestellt wird. Genau. Die Device, die ich hier auswählen kann und gerade anschauen kann, die kann ich auch über das Insights. Da im Insights habe ich wieder die beiden Menüpunkte, die werden Sie übrigens das ganze GUI immer begleiten, Health und Security. Da kann ich so ein bisschen auswählen, wie ich meine Boxen anzeigen will. Ich habe jetzt nur zwei, die da innen sich gerade locken tun. Ich kann, wenn man 10, 20 hat, gibt es so schöne Bubbles, wo man schauen kann, welche sind welche Grad. Ich kann das auch kopieren anders, wenn ich sage, mich interessiert nicht das Modell, sondern mich interessiert zum Beispiel die Softwareversion, dann sehen wir, da gibt es solche mit 10.1 und solche mit 10.2 drauf. Und es gibt zum Beispiel auch den Health Grade, wo man schauen kann, wie beide sind jetzt gut im Moment, aber bei Ihnen, wenn es ein bisschen mehr Boxen sind, könnte man zuerst die angehen, die eben keinen guten Grade haben im Health-Bereich. Man kann auch mit Device-Gruppen Template-Stacks arbeiten, und Ihnen sicher bekannt vor, und Panorama, die Begrifflichkeit. Auch da könnte man dann gewisse Sachen sortieren. Das Gleiche im Security-Bereich. Auch da wieder genau kann man filtern, nach dem Security-Grade zum Beispiel, nach Modell- oder Software-Version. Da habe ich jetzt mal die PA460 vom Grade her. Da sieht man dann auch entsprechend, was man da unternehmen kann. Die haben ein bisschen wenig Alarm in den letzten 30 Tagen. Es ist so, unser Testszenario läuft schon ein Zeitchen und die sind wirklich nur im Labor, die sind nicht produktiv genutzt, die generieren dann nicht so viel Alarm, dass man da voll von Daten hat. Ich denke, das sieht bei Ihnen dann anders aus, wenn Sie das Produkt haben. Springen wir mal auf die Alarm und schauen, was die Boxen gemeldet haben. Gehen wir wieder zuerst in den Health-Bereich rein und da sehen wir jetzt zum Beispiel 3 Warnings hat es generiert für 3 Alarm mit dem Severity-Level-Warning, wohl mit Critic. Da kann ich wieder sagen, kopieren wir das Modell. Ich finde da noch eine andere Ansicht eigentlich noch schön. Da zum Beispiel auch wieder nach Alert Name kann man schauen, was sind für Alarm. Da sieht man zum Beispiel, das Radio und den Power Supply hat gemeldet, auf der PA440 und 460 hat Achtung, das zweite Power Supply funktioniert nicht oder ist nicht angeschlossen. So Sachen oder auch gewisse Vulnerabilities, die auf der PA440 da erkannt worden sind. Sie können sich vorstellen, es geht um die Infinite Loop Vulnerability, die eben gerade erst gefixt worden ist. Die wird jetzt hier ebenfalls angezeigt. Wenn ich in den Security-Bereich wieder gehe, auch da sehen wir, da jetzt relativ viel, auch wieder nach Modell. Oder auch da wieder eine schöne Sortierung, vielleicht nach dem Status. Man kann eben auch sagen, wenn etwas geflickt worden ist, wenn ich einen Alarm angeschaut habe, kann ich sagen, okay, 17 sind offen. Ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen und da sagt es mir, im Antivirus-Decoder fehlt die Wildfire-Action. Also es hat ausgewertet auf der PA440, gibt es eine Security-Policy mit einem Security-Profile von Antivirus drauf. Klickt den mal an. Und da sagt es mir jetzt, Achtung, die Aktion ist nicht super gesetzt. Das heißt, man sollte im Antivirus-Profil, wenn man Wildfire kann nutzen kann, bitte auch noch die richtige Aktion setzen. Ich könnte sagen, okay, der Alarm, der sagt mir etwas, ich tue den anschauen, setze den in Progress. Und dann wird der im Filter auch als in Progress angeschaut und erscheint dann zum Beispiel auch nicht mehr im Report. Man sieht da auch die Recommendation, man sagt, mach im Antivirus-Profil Folgendes, tue die Wildfire-Action at Enter the Drop, Reset Boost, Reset Client oder Reset Server für die Protokolle. Es gibt einem wirklich einen Ansatz, wo man muss etwas machen muss, wie Sie das aus dem Best Practice Assessment Report schon kennen. Das mal da automatisiert über die Webseite und dass man höher kommt im Security Rating. Ja. Die Security kann ich auch noch nach Kategorie sortieren. Das sehen wir da.
Palo Alto hat das so kategorisiert und man könnte zum Beispiel sagen, alles was Recommendations sind, zum Beispiel man soll eine Rule für neue App-IDs machen, einmal pro Monat kommen ja neue App-IDs und man sollte die mit der Regel abfangen, dass man sieht, ob etwas neu über die Regel gefangen wird. Oder man sollte die High-Risk-IPs, die ja über einen externen Feed kommen, über die External Dynamic Lists abfangen in einer Policy und das entsprechend blocken. Alles so Sachen werden da gewarnt. Man sollte die Rules mit der Description führen und, und. Da sehen Sie dann ganz viele wertvolle Tipps, die Sie erledigen können, dass Ihre Security eben besser wird. Das Ganze sieht man auch in der Security Post. Bei uns, muss ich sagen, haben wir im Moment keine Daten drin. An dem sind wir noch am Schauen, was das genau liegt. Und da komme ich dann auch gerade noch auf meine Erfahrungswerte zurück in einer nächsten Folie. Geschwind noch etwas von der Folie her. Hoppla, ist die falsch? Wo habe ich meine Steuerung da? Noch geschwind rein. Jawohl, da genau. Die Typen von Alert habe ich Ihnen da noch eine Folie gemacht. Weil es gibt verschiedenste Typen, was die können beinhalten können. Das sind, wie gesagt, Thresholds, also Schwellwerte, die überschritten werden, wo dann alarmiert werden. Es gibt, wie gesagt, die Forecast-Based Alerts, wo das Machine Learning vorausschauend analysieren, könnte in den nächsten 7 Tagen etwas passieren. Es gibt Sachen, die auf Anomalien basieren, also etwas, wo nicht so läuft wie im Standard, wie Ihre Box läuft. Oder es gibt auch Sachen, die einfach einen Status ändern und entsprechend alarmiert wird. Vielleicht noch schön ein Screenshot, wie so ein Forecast-basierten Alarm aussieht. Da sieht man zum Beispiel, dass Data Plane, der Packet Buffer Usage steigen könnte. Wir sind hier now in der Mitte und es sagt anhand der Analyse mit der Machine Learning Auswertung, sieht so aus wie deine Packet Buffers würden steigen und dann gibt es auch eine Recommendation. Achtung, es scheint scheinbar eine DOS-Attacke am Laufen sein. Mach ein Zone-Protection-Profil oder DOS-Protection-Policy, um deren Attacke entgegenwirken. Also auch da wieder sehr viele hilfreiche Informationen, die dahinter stecken. Gehe ich nochmal zurück auf meine Security-Poster. Da würde ich, wenn die Daten drin sind, ich sage einfach das in der Theorie, da sieht man, wie viele von den Policies haben Security Service nutzt, also Security Feature attached. Und in Best Practice wird dann verglichen, wie Palo Alto Best Practices sieht, wenn man es konfigurieren soll. Und man sieht einen Prozentsatz, wie näher man den Best Practices von Palo Alto ist. Das sehr ähnlich wie der BPA, den Sie schon kennen. In der Activity braucht auch der, wie gesagt, der Cortex Data Lake. Auch da haben wir im Moment noch keine Logs drin. Da sieht man dann zum Beispiel, welche Applikationen man braucht, ähnlich wie im ACC-Dashboard auf der Palo Alto selber. Auch da wieder Best Practice User Activity, wenn man User-ID nutzen tut oder die Network Usage. Sie sehen auch da aus unserem Erfahrungswert, haben wir noch irgendwo ein Problem, something went wrong. An dem sind wir noch an der Analyse. Was das genau ist, dass wir da im Moment nicht Informationen haben. Man kann auch Reports schedulen, dann automatisch generieren lassen. Oder man kann auch direkt Logs anschauen, wenn man das möchte, über das IOPS, wo wir im Moment auch noch keine Informationen drin haben. Aus diesen Alerts oder aus gewissen Activities, habe ich gesagt, lohnt sich auch Tickets eröffnen, Support-Tickets. Und das sehen wir hier im Screenshot. Ich habe jetzt noch keinen Alarm können generieren, der gesagt hat, mache ein Support-Ticket dazu. Das ist auch gut. Da sehen wir zum Beispiel High Disk Space Usage. Und dann könnte man gerade über den Knopf Support, mit Support Tickets. Man sieht dann auch, was man zuerst machen soll. Bitte zuerst mal einen Restart vom Webserver. Packet Capture clearen, weil die brauchen zum Teil sehr viel Daten auf den Disk. Also da gibt es auch ein sehr spannende und gute Features, dass man eben schnell kein Problem lösen kann. Oder wenn man sie nicht kann lösen kann, gerade ein Support Ticket durchgehen. Meine Test-Experience, wie ist das bei uns abgelaufen? Wir, der Rolf und ich haben das testen. Wir müssen sagen, es ist eigentlich von der Initialisierung, vom Aufsetzen her sehr einfach. Gell, Rolf, da würdest du mir recht geben. Die App ist sehr schnell generiert. Wir wählen den Cortex Data Lake aus. Wir haben dann beide auch getestet und gemerkt, irgendetwas passt in unserem Fall nicht ganz. Wir haben zwar alle Boxen gesehen in unseren Instanzen und ich zeige das gerne auch nochmal in der
in der Ansicht unter Settings sieht man das Device Inventory. Also man sieht, da sind gewisse Boxen onboarded und gewisse andere sieht man, dass die zwar im Cortex Data Lake vorhanden sind, aber da nicht in die Instanz einloggen. Dann haben wir auch von abklären, wir haben mal eine Session gemacht und ein Support-Ticket. Und leider haben wir da mal auf etwas treffen, wo im Moment noch nicht ganz geregelt ist. Und das sehen Sie da. Das ist Standort vom Support. Im Moment ist nur eine Instanz unterstützt von dem IOPS. Das heisst, wir, der Rolf und ich, haben da locker, jeder hat seine Instanz gemacht und haben da verschaffen. Und mit dem Support haben wir dann herausgefunden, im Moment ist nur eine Instanz unterstützt. Das heisst, wenn Sie beim Testen, machen Sie einfach eine IOPS-Instanz und dort gehen alle Boxen drin. Dort locken alle Boxen drin. Und wenn Sie mehrere machen, im Moment gibt es noch keinen Weg, Boxen zu verschieben in eine andere Instanz oder auch zu löschen oder eine Instanz zu löschen. Da ist der Support aber dran, das wird sicher auch nachkommen. Das ist so ein bisschen mein Testresultat. Also, es hat sehr gut funktioniert, außer dass wir eben leider zwei oder mehr Instanzen gemacht haben und die lassen sich nicht löschen und Boxen lernen. Also, unser Tipp: Testen Sie es aus. Es ist einfach in der Installation. Nutzen Sie das Get Started auf dem Docs, paloaltonetworks.com, um dort rein zu starten. Und dann einfach unser Tipp: eine Instanz und dann kommt sie richtig richten. Testen bis am 15. Mai noch gratis, nachher gehen nur noch Free Functionalities oder man kauft eine Subscription für das Premium-Tier. Wenn Sie wollen und noch ein bisschen mehr Informationen wollen, im Beacon-Plattform gibt es im Moment noch kein Modul. Was allerdings stattfindet, ist so ein Tech-Boost-Webinar am 12. Mai via Zoom von der Palo Alto gemacht. Da haben wir noch den Link gepostet, wie Sie sich können registrieren können. Also wenn Sie denken, das könnte etwas für Sie sein, schauen Sie vielleicht noch das Webinar, wo wir sicher auch noch mehr Informationen bekommen, vielleicht auch noch auf die Weiterentwicklung, die wir heute noch nicht so genau wissen. Also das eine Empfehlung von uns. Wenn Sie da interessiert sind, schauen Sie sicher auch noch den Tech-Boost an. Gut. Dann frage ich schon zum Rolf über. Rolf, haben wir noch Fragen, die du noch nicht hast beantworten können, die wir noch zeigen sollten? Also es hat sich eine Frage gegeben. Okay. Ich habe ein paar Fragen zu verschiedenen Themen. Das meiste habe ich beantworten können. Jetzt eine Frage ist noch offen. Ich weiß nicht, ob du noch das Slide kannst zeigen mit der IOPS-Übersicht. Jawohl. Die Frage ist schlussendlich genau das. Brauche ich in jedem Fall einen Cortex Data Lake und muss ich den lizenzieren? Genau. Und ich bin der Meinung eigentlich, dass die IOPS-Subscription ja basierend mit Telemetriedaten schafft. Dafür brauche ich eigentlich nichts anderes, wie die Telemetriedaten zu schicken. Brauche in dem Sinn keine separate Cortex Data Lake Lizenz. Nichtsdestotrotz, beim Onboarden von der Instanz im Hub, wenn ich eine Instanz eigentlich tue, für IOPS provisionieren, fragt er mich nach einem Cortex Data Lake. Du hast beim Testen, glaube ich, unseren ausgewählt, den wir auch effektiv separat lizenziert haben. Und ich habe einen ausgewählt, der mitgekommen ist, also wo Palo Alto in dem Sinn zur Verfügung gestellt hat. Das muss man aber unterscheiden. Ich glaube, das ist auch wichtig, da der blaue Punkt, den man da sieht, oder? Der blaue Punkt zeigt eigentlich ganz klar, wenn ich Empfehlungen will haben, basierend auf Netzwerklogs, dann muss ich natürlich auch die Logs in einen Data Lake auf können schreiben für längere Zeit und ich muss über den Zeitraum dann können Analyse fahren können. Das heisst, dort, wo wir den blauen Kreis haben, dort bräuchte es effektiv, wenn man die Funktionalität will nutzen, eine zusätzliche Data Lake-Lizenz, wo ich Daten einfach länger speichern kann. Ansonsten, die Funktionen hier sind Telemetriedaten basiert. Die Telemetriedaten, ich kann auswählen, wo ich die anschicke, das hast du, glaube ich, erwähnt oder gezeigt. Ja. Und von dem her braucht es für das keine zusätzliche Lizenz für die Basisfunktion. Sobald es halt Richtung Analytics geht, mit Voraussagen über längeren Zeitraum, basierend halt eben auf Log-Informationen, Traffic-Logs, dann ist klar, wo wir das irgendwo können speichern und typischerweise hätte kommt vielleicht schon so etwas, dann kann man den durchaus natürlich verwenden. Genau, einfach wenn es einen grossen Data Lake für sehr lange Zeit, wie der Rolf gesagt hat, oder Traffic Logs, dann muss man seinen eigenen haben. Sonst macht es einen, der gratis ist, nur für das IOPS automatisiert. Genau, also danke vielmals, Rolf, das ist sehr gut.
Gut. Das wäre eigentlich nur die einzige Frage. Sonst ja, weiterhin Fragen stellen. Perfekt, ja. Dann genau, auch im Nachhinein Fragen stellen. Gewisse Sachen werden sich sicher auch noch zeigen. Und sonst schauen wir dann am Ende der Session nochmal geschehen. Super. Dann übergebe ich gerne an Nico für ein weiter spannendes Thema DNS Security. Nico, bitte. Ja, danke. Kannst du gerade stoppen mit dem Sharing, Michi? Super. Gut. Starten wir mal hier. Michi, du musst mir gerade bestätigen, dass du meine Slides siehst. Jawohl, wenn du noch in den Präsentationsmodus gehst, genau. Dauert immer länger, ein bisschen bei Google. Loading. Perfekt, sieht gut aus. Danke. Sieht gut aus, super. Ja, also reden wir auch noch ein bisschen von DNS-Security. Ich glaube, man kann es heute sagen, es ist ja die wichtigste Subscription, die wir haben und die wir wirklich überall benutzen sollten. Und ich glaube, auf der Slide ist es schon ziemlich klar, wieso, weil es einfach jedes Unternehmen braucht das DNS. Oder? Es gibt ja keiner, der sagen kann, ich habe es nicht. Man braucht, es ist de facto da vorhanden. Es ist relativ alt, zumindest mal das Protokoll, wie es entwickelt worden ist, ist weit und breit benutzt. Man sieht es ja unten, bidirectional, Internet-facing, Carriers Data, making it a powerful covered channel natürlich. Und ich will euch jetzt einfach noch ein bisschen erzählen, was wir alles anbieten im Bereich DNS Security, was sind die unterschiedlichen Techniken, die man da braucht, was kann man erkennen, wie sieht es aus mit einem modernen Angriff. Genau. Und eben die erste Zahl, die wichtigste, 85% of modern malware use DNS for malicious activity irgendwann, ne, zum Exfiltrieren, um reinzukommen, um einen Kontrollkanal aufzubauen auf dem malicious Domain. Also es ist einfach überall da de facto. Und wir sehen immer noch ganz, ganz viele Kunden, vermutlich die meisten, die immer noch gar keine Maßnahmen getroffen haben, um sich oder um ihre DNS-Infrastruktur zu schützen. Also das ist extrem wichtig. Und was man natürlich nicht mehr machen kann, das ist euch auch ganz klar, ist einfach basiert auf Signaturen mit statischen Listen und so weiter, Whitelist und Blacklist, statisch auf einem Device. Palo Alto Networks glaubt da schon lange nicht mehr dran, nicht nur im Bereich vom DNS. Es funktioniert so mit fast allen Subscriptions in der Cloud basiert. Man muss ja Realtime-Analyse machen können, natürlich mit Unterstützung von Machine Learning. Und genau so wird es funktionieren auf der Firewall. Die DNS Security Subscription ist auch voll Cloud-basiert. Natürlich gibt es eine kleine statische Liste mit den Top-Signatur oder Top-Malicious Domain. Ich glaube, es sind 100.000 Einträge, die wir da haben. Aber ja, das ist wirklich nicht das Wichtigste. Wir wollen die Real-Time-Analyse in der Cloud durchführen, Traffic anhalten, in die Cloud fragen, auch Sachen, die wir vorher noch nie gesehen haben und in der Lage sein, das zu detektieren und sagen, hey, da geht es jetzt um ein malicious Domain, das wollen wir definitiv blockieren oder synchronen. Das zeige ich nachher noch ganz schnell, wie das funktionieren kann. Eben DNS Security, ich glaube, wir haben mit DNS Security gestartet, mit PanOS 9.0, also eigentlich schon ein bisschen länger her, das ist sicher so 2018 gewesen, vielleicht sogar schon 2017. Und es hat sich ständig, also es wurde weiterentwickelt. Wir sehen jetzt auch gerade wieder, das ist jetzt das Slide von Nebula auf PanOS 10.2, was da auch wieder für zusätzliche neue Detection-Möglichkeiten, für neue Techniken, die wir erkennen können. Und es gibt wirklich eine ganze, ganze Menge von Sachen, die wir da detektieren müssen. Ne? Gut, Industry First. Das weiß ich jetzt nicht, vielleicht behauptet auch ein anderer, der macht das auch schon in irgendeiner Form, interessiert mich in dem Fall etwas weniger. Was ich einfach damit zeigen will, ist, dass es gibt wirklich viele Möglichkeiten, DNS zu missbrauchen, um eine Attacke durchzuführen, an unterschiedlichen Levels. Und wir behaupten einfach, wir sind da viel besser positioniert mit unserer Firewall, weil wir sind ja schon im Netz, wir sind ja schon inline, wir sind mit der Cloud verbunden, wir haben eine ganze Menge Tools und Möglichkeiten, um Analyse durchzuführen. Natürlich haben wir auch die eigene Threat Intel, die wir da benutzen können.
Das setzt uns in eine ganz, ganz gute Position, also sicher die beste Position, um DNS-Security zu machen. Ihr weißt ja, wir sind kein DNS-Resolver. Es geht ja nicht nur darum, dass der interne DNS-Server uns das Traffic weiterleitet und dann wir werden es an einen Public-DNS-Resolver zum Beispiel weiterleiten. So funktioniert es nicht. Wir sind einfach inline mit unseren Firewalls und wir können das ganze Traffic analysieren. Genau. Strategically Edged Domain, Compromised Domain Zone, da kann man auch noch später ein bisschen drüber reden. Das sind auch wieder zwei Beispiele von neuen Techniken, die wir jetzt da hinzugefügt haben in Nebula. Also Strategically Edged Domain, da geht es auch darum, dass ich ein Domain registriert habe, aber ich habe es einfach nie benutzt. Ja. Wir entdecken ja NRDs, Newly Registered Domains. Da haben wir auch nochmal Kategorien. In den ersten 30 Tagen ist sicher auch nochmals High Risk Flex zum Beispiel. Also wenn man von Strategically Edged Domain redet, geht es darum, um Domäne, die schon vor langer Zeit gekauft worden sind, registriert worden sind, aber einfach nicht im Einsatz sind. Okay, sind aber vermutlich schon irgendwie überall, ich liege jetzt auf der Whitelist gelandet und so weiter, haben wir noch nie gesehen, gibt es aber schon lange nie, da gab es ja nie ein Problem und so weiter. Das können wir aber jetzt in der Zwischenzeit auch entdecken. Und auch Compromised Domain Zone, wenn ich eine legitime DNS-Zone hacken kann, ich kann meine eigene dann Subdomäne hinzufügen, ne? Wenn der Angreifer da erfolgreich ist, so Zugriff zu haben auf eine DNS-Zone, da kann er ja anfangen auf, hey, keine Ahnung, mein Hackerserver, meincompany.com und so weiter, also neue DNS-Einträge hinzuzufügen und das sind jetzt auch Sachen, die wir detektieren können. Also es geht nicht nur um die Hauptdomäne, sondern auch wirklich um das ganze FQDN, was wir da analysieren wollen. Okay, das sind jetzt auch nochmal die gleichen Beispiele, einfach ein bisschen anders gezeigt. Wichtig ist hier, wir sind inline. Es funktioniert natürlich mit PAN-OS, mit allen unterschiedlichen Formfaktoren, Hardware, virtuelle Maschine, auch Prisma Access. Ganz wichtig, man kann auch mit Prisma Access, das weißt ihr ja, jetzt ganz clean starten mit der Business Edition, wo es geht nur um URL-Filtering und DNS-Sicherheit, vor allem für die mobile User, für Internetzugang zu schützen. Das funktioniert super gut und ist wirklich ein ganz guter Entry Point, wenn ich so eine Konversation starten will mit Kunden in dem Bereich. Aber DNS Security selbst ist natürlich cloud-basiert. Wir halten das Paket an. Wir sagen, wir geben dann eine Antwort innerhalb 100 Millisekunden. Also für die User Experience sozusagen überhaupt kein Impact. Das merkt ja dann niemand, dass da eine Analyse noch dazwischen stattfindet. Wir schicken das in die Cloud und da findet natürlich Real-Time-Analyse statt, auch für Sachen, die wir noch nie gesehen haben. Zum Beispiel haben wir da ganz viele Möglichkeiten, die unterschiedlichen Techniken dazu zu entdecken. Eine Frage, die ganz oft kommt, ist dann, hey, brauche ich dann überhaupt noch URL-Filtering? Und die Antwort ist natürlich ja. Es gibt eigentlich nur ein Bereich, wo es ein Overlap gibt und das ist wegen dieser Malicious Categories. Klar, in URL-Filtering habe ich auch schon die Phishing-Kategorie, die Malware-Kategorie, auch die unterschiedliche Risk-Kategorie, High, Medium oder Low zum Beispiel. Ja, da gibt es ein Overlap, aber für alles anderes. Ihr seht ja hier URL-Kategorien für Benign-Kategories, Multi-Risk-Kategorie. URL können ja mehrere Kategorien gehören. Auch Credential Theft Prevention, das ist ja extrem wichtig, auch, und das steht hier gar nicht drin, jetzt mit Advanced URL-Filtering, die Möglichkeiten, die wir haben, Real-Time-Analyse zu machen, um Phishing-Webseiten zu entdecken, malicious JavaScript zum Beispiel zu entdecken. Das findet nur statt mit der URL-Filtering-Subscription. Mit DNS-Security eben fokussieren wir uns auf die spezifischen DNS-Techniken, also es geht wirklich ums DNS-Protokoll. Ne? Man kann so Sachen entdecken wie DNS, TLS Evasion, DNS-Tunneling, wenn die Daten exfiltriert werden, DGA-Protection, also Domäne, die einfach von einem Algorithmen, DGA bedeutet
hier unten Domain Generation Algorithm. Das heißt, ich sehe da auf einmal Domänen, die noch nie und dann noch niemand vorher gesehen hat. Das ist wirklich die Malware. Wenn die Malware jetzt irgendwie leider auf einem Computer landet, bei mir da in der Infrastruktur, sie wird auch diese Domäne ganz dynamisch generieren, basiert auf manchen Parametern, wie zum Beispiel Datum, Uhrzeit und noch andere weitere Parameter. Aber auf der anderen Seite, der Angreifer, der hat die Domäne auch schon parat. Also die sind ja irgendwie ähnlich programmiert worden. Die Domäne bleibt nur da oder ist nur gültig für ein paar Minuten oder ein paar Stunden und so weiter. Das muss man auch detektieren können. Also wir haben da ganz kleinen Fokus auf DNS. Und mit DNS kann man natürlich viel früher schon eine Attacke entdecken. Auch Attacke wie zum Beispiel DNS-Tunneling, das findet nur im DNS-Prozess statt. Da kommt nicht nochmal im Nachhinein ein Command Control über HTTP, wo ich dann mit Advanced URL Filtering nochmal blockieren kann. Advanced Filtering funktioniert ja nur mit dem HTTP-Decoder. Also mit DNS Security kann ich da viel früher was entdecken. Es ist noch generischer. Wie gesagt, DNS gibt es ja überall in jedem Unternehmen. Und es fokussiert sich wirklich auf die DNS-basierte Technik. Also sehr, sehr komplementär, auch wenn es hier in der Mitte natürlich ein kleines Overlap gibt wegen den Kategorien, aber das schadet ja nichts. Genau. Dann eine andere Frage, die es auch noch gibt, sind die Themen wie DOT und DOH. Starten wir mal mit der App-ID. Also ganz Standard natürlich, wir haben eine App-ID für DNS. Ist sehr wichtig, ganz viele Mitbewerber haben immer noch keine oder keine richtige. Sie sehen einfach, hey, TCP oder UDP auf Port 53 und das flaggen wir jetzt als DNS. Oder? Wir schauen uns wirklich die Applikation an, das Layer 7, der Header, wie kommunizierst du, wie ist das Ganze gebaut? Da haben wir natürlich Signaturen dafür und mit uns sind dann auch sicher, es geht um einen DNS-Request. Weil ich könnte ja einfach zwei Sockets auf der Client, auf der Webserver-Seite öffnen, die auf Port UDP 53 kommunizieren und es wäre überhaupt kein DNS-Protokoll oder keine DNS-Exchange natürlich. Wir haben dafür eine Signatur. Interessant hier, es steht ja Secure Ports. Okay, TCP 853. Warum? Weil es gibt ja eine sozusagen sichere Variante, DOT, DNS over TLS und dafür haben wir auch eine App-ID. Okay, da habe ich ja schon einen Printscreen, also einen Screenshot von der App-ID-Definition hinzugefügt. Was sind da die Best Practices? Weil oft der DOT und auch das nächste, was wir uns da anschauen, und DOH, das wird dann vom Browser gehandelt. Wir sagen da ganz klar, hey, bitte decrypten. Okay, unbedingt. Unbedingt decrypten. Und das Coole ist, mit DNS over TLS, wenn ich decrypte, weil DNS ist ja bei uns geflaggt, wie andere Apps noch, hat einen Secure Port, dann bin ich wieder in der ganz Standard und normale DNS-App-ID. Okay, und dann können wir eine Analyse durchführen, die ich vorhin angezeigt habe, das durchchecken für all diese Techniken, die wir erkennen. Also für DOT unbedingt Best Practice von Palo Alto Networks, bitte decrypten, damit wir das analysieren können. Schlimmer ist das noch. DOH, DNS over HTTPS, da gibt es noch den HTTPS, also das Zwischenlayer sozusagen, und dann wird das bitte oft von eurem Webbrowser behandelt. Dass eure Chrome, eure Firefox, Mozilla kann solche Requests machen und das möchten wir in einem Unternehmen nicht sehen, weil man hat es einfach nicht im Griff. Natürlich müsste ich immer noch decrypten, die App-ID, die greift für die bekanntesten DOH-Resolver, also oft die vorkonfiguriert sind in eurem Webbrowser und so weiter. Aber das kann ich ja überschreiben und ich kann ja da meine eigene Config benutzen und dann können wir es dann nicht mehr erkennen. Also Best Practice von Palo Alto Networks, decrypten, auf jeden Fall immer blockieren, das wollen wir nicht. Wir haben es nicht im Griff, das ist nicht Enterprise-Grade. Macht es daheim, aber wir möchten das nicht sehen und das kann man auch nicht super analysieren. Gut, eben zum Thema Detection, ich glaube, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, DNS ist ein Attack-Vektor an unterschiedliche Step von der Cyber-Kill-Chain natürlich kann das verwendet werden. Wir schauen uns vielleicht gerade noch ein paar
ein paar von diesen Techniken an, etwas mehr im Detail, und dann kann man auch ganz schnell nochmal in die Web-UI schauen, wie ich das überhaupt konfigurieren kann. Also DNS-Tunneling ist eigentlich eine relativ einfache. Wie kann ich das Data exfiltrieren? Ich stelle einfach einen DNS-Request. Natürlich habe ich dann eine Malware, die leider läuft auf einem Laptop in diesem Fall, Joe's Infected Laptop. Und wie möchte ich die Data exfiltrieren? Ich starte DNS-Requests zu machen und anstatt einen Hostname zu verwenden, wie host1.meincompany.com, werde ich einfach kleine Menge von Daten exfiltrieren. Idealerweise sogar direkt mit einem Public DNS. Das sollte ja nicht machbar sein. Ich sollte ja immer zuerst von meinem Internet DNS hier eine ganz granulare Firewall-Policy-Rule haben, die sagt, hey, nur mein interner DNS darf mit einer oder ein paar weniger Public DNS reden. Oft ist dann der DNS vom Provider zum Beispiel. Das hier sollte ja nicht stattfinden. Okay? Die Firewall sollte ja das blockieren, nicht erlauben. Wenn das aber nicht sauber konfiguriert ist, kann ich das, kann der Angreifer das verwenden und einfach immer sagen, hey, anstatt legitime DNS-Requests zu machen, ist der Hostname einfach eine kleine Menge von Daten, die dann exfiltriert werden. Und wenn ich dann die ganze Menge von Daten hier wieder zusammenbaue, da habe ich einen File, da habe ich wichtige Informationen vom Unternehmen oder whatever, hier kann ich dann alles wieder zusammenbauen. Okay. Das hat sich eigentlich sogar noch weiterentwickelt, dieses DNS-Tunneling mit Ultra-Slow-DNS-Tunneling. Die Idee ist immer noch die gleiche. Das heißt hier, wie man sieht ja, Encoded Data Fragment. Oft ist ja auch nochmal verschlüsselt oder Base64 encoded. Hier, das ist natürlich kein Hostname. Ich nehme einfach eine kleine Menge, ein paar Bits, die ich dann immer wieder exfiltriere. Ich mache einen DNS-Request. Natürlich muss der Request, Entschuldigung, hier an einem Compromised-Server ankommen. Und mit Ultra-Slow-DNS-Tunneling mache ich das noch viel, viel länger, also über eine viel größere Zeit. Ihr seht ja, Transactions spread out over time und auch über mehreren oder eine ganze Menge Domäne. Okay? Und das ist halt sehr, sehr schwierig zu entdecken. Ich meine, wenn ich da jetzt etwas hätte, wo ganz klar, es beinhaltet, keine Ahnung, was von dem sieht, eine IBAN-Nummer, Social Security-Nummer natürlich. Und das ist eine Domäne, die ist schon geflaggt als malicious, da kann ich das natürlich sehr einfach detektieren. Wenn das Ganze aber compromised ist und ich starte damit nur eine ganz, ganz kleine Menge von Daten, die, wenn ich mir jetzt das anschaue, natürlich noch gar nichts bedeutet. Und ich merke dann, okay, die Maschine da macht Request, viele Requests, aber über Zeit, also jetzt nicht kein Burst, natürlich keine Hunderte, Tausende von Requests innerhalb weniger Sekunden oder Minuten, aber einfach immer so wie ein Hahn, der tropft, ein Tropfen Wasser, ein zweiter Tropfen und so weiter. Das muss ich analysieren können. Und genau aus dem Grund brauche ich natürlich ML. Natürlich aus dem Grund muss alles Cloud-basiert sein. Ich muss Daten aggregieren können. Über Zeit. Ich muss verstehen, hey, es geht hier um Datenexfiltration. Wir haben identifiziert, dass auch die Domäne hier kompromittiert sind zum Beispiel. Der Angreifer hat da eventuell auch Zugriff auf die DNS-Server, die das resolven können. Vielleicht hat er noch seine eigene hinzugefügt. Es gibt da hunderte, tausende von Domänen, die ich da analysieren muss. Auch die Art, welche die Menge und das Inhalt von dieser kleinen Datenmenge kann ich auch probieren zu analysieren. Und da brauche ich einfach viel Zeit. Und das kann natürlich ein Mensch machen, das muss eine Maschine machen. Und das sehen wir momentan ganz oft. Ihr seht ein ganz interessantes Artikel von der Unit 42 auf unserem Blog, wo sie auch wieder über DNS reden, wo das ganz schön erklärt ist mit so Real-Life-Use-Cases. Domain-Generation-Algorithm, das ist, was ich auch vorher schon erwähnt habe. Die Malware hier wird ein DNS-Request machen. Ne? Natürlich geht man auch wieder davon aus, der PC hier, der Laptop von Joe wurde infiziert.
vermutlich wegen Cortex-X, die er installiert, und auch seine Firewall schon, also Perimeter und Datacenter-Schutz war nicht ideal, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es ist irgendeine malicious Software da drauf. Er macht dann einen Request für eine Domäne und die Domäne wird wirklich von diesem Malware generiert, basiert auf unterschiedlichen Parametern, da gibt es einen Algorithmus, der das generiert. Natürlich hat die Firewall in unserer DNS-Security das noch nie gesehen. Und oft würden dann einfach sagen, hey, ja, kenne ich noch nicht, ich möchte da den User nicht stören und so weiter, ich lasse es mal durch. Wir können da in Realtime innerhalb 100 Millisekunden auch detektieren, nein, das wurde von einem DGA erstellt, es kann einfach nicht legitim sein. Ein einfacher Tipp ist natürlich, es ist nicht sozusagen human readable. Also hier diese Domain ist wirklich nur eine Liste von, oder eine, wie soll ich sagen, sind es einfach Buchstaben und Zahlen. Das bedeutet jetzt primär mal gar nichts. Aber natürlich, es kann auch etwas intelligenter gemacht werden, dass man sagt, hey, man könnte da etwas lesen. Es sind 2-3 Wörter, es benutzt vielleicht, was ist vielleicht ein, keine Ahnung, Name von einer Stadt, Name von einer Firma, von irgendetwas. Trotzdem, wir müssen in der Lage sein, zu detektieren in Realtime, also sofort, dass diese Domäne von einem sogenannten DGA erstellt worden ist und nicht legitim ist. Okay? Ansonsten geht der Request durch, er kommt wieder an mit einem DNS-Server, der gehört natürlich einem Angreifer oder hat vielleicht auch einen DNS-Server kompromittiert. Es kommt eine Antwort mit einer IP-Adresse und dann wird ein Command-and-Control-Kanal aufgebaut. Okay? Was da wichtig ist, man könnte immer noch sagen, ja, aber hier Command-and-Control, wir haben jetzt Advanced Threat Prevention, da könnten wir das auch wieder entdecken. Hey, fair enough, das stimmt. Natürlich mit Advanced Threat Prevention könnten wir hier eingreifen, aber hier mit DNS bin ich einfach viel, viel früher. Okay, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Unser Ansatz ist ja immer Prevention first. Alles, was ich erkennen kann, möchte ich auch sofort blockieren in Realtime. Und wenn ich das hier schon blockieren kann, die Attacke unterbinden, dann möchte ich das auch machen. Das ist natürlich ein einfaches Beispiel. Es kommt sofort ein Command-and-Control-Kanal. Vielleicht ist das auch nicht der Fall. Vielleicht kommt auch ein ganz legitimes einfach HTTP-Request mal auf diese IP-Adresse und es findet ja dann nochmal was anderes statt. Oder keine Ahnung. Okay, also ja, wir haben immer unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr kennt ja die Story mit unseren unterschiedlichen Subscription, die wir anbieten. Das ist auch ganz gut so. Wir glauben nicht, dass es so eine Single Bullet oder Silver Bullet Solution gibt, ne? Dass man sagt, hey, eine Subscription wird da alles erledigen, alles entdecken können, du bist dann super safe. Nein, man braucht einfach unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Subscription. Und ich glaube, das ist hier ein gutes Beispiel. Mit DNS Security kann ich hier viel, viel früher angreifen und was detektieren. Dangling DNS ist auch noch interessant. Das geht auch noch mal drum. Ihr seht hier unter Actions Tail DNS Zone Entries Pointing to Expired Domains, a Hijack to Impersonate Victims. Wir kennen das alle. Jeder hat sich schon mal eine Domain registriert und eine kleine Website aufgebaut für im Dorf Fußballverein oder für irgendein Fest oder whatever. Ich wollte da cool, also ein Kollege hat einfach mal angefragt oder irgendjemand in der Familie, kannst du mir da was machen? Ich hätte da eine Website, einen Blog oder whatever. Niemand mehr kümmert sich drum. Der Angreifer, vielleicht war es auch in der Public Cloud, das ist ja das Logo von Amazon, wenn das nochmal schlecht geschützt war und er hat die Credentials noch bekommen, hat da vielleicht sogar sofort Zugriff. Vielleicht wurde auch das einfach wieder gekauft, aber die Domäne scheint da immer noch legitim zu sein da. Zum Beispiel von meinem Fußballverein. Und wenn ich jetzt da Zugriff habe und ich bin natürlich ein Angreifer, da starte ich neue Entries hinzuzufügen, die aber sofort redirecten auf irgendetwas, was natürlich viel bösartiger ist. Okay, aber die Domäne hier ist immer noch legitim. Und wenn jetzt da ein DNS-Request kommt, in der Regel wird es auch noch überall durchgehen.
oder? Weil es ist halt noch nicht als malicious geflaggt. Und wir können das mit DNS Security auch erkennen. Auch nochmal in Realtime, weil wir einfach in der Cloud auch viele Sachen proaktiv machen. Wir testen das selber, wir machen DNS-Requests, wir schauen, ey, wo lande ich denn dann am Ende vom Tag und so weiter. Also das kann ja nur die Cloud. Ein Mensch nochmal kann das nicht. Einfach auch eine physische Box, eine Firewall, egal, oder auch wenn es eine virtuelle ist, die ist ja irgendwann limitiert mit Ressourcen, ne? Die hat limitiert Speicher, CPU-Kapazitäten und so weiter. Es muss ein Cloud-Dienst sein, der auch das immer ständig monitort, sich ständig verbessert, der ständig neue Daten analysiert. Und damit können wir auch Dangling-DNS-Attacken entdecken und unterbinden. Gut, NRD, Newly Registered Domain, habe ich auch schon erklärt. Genau aus dem Grund, da gibt es dann diese Strategically Aged Domains, wenn ich extra sehr, sehr lange warte. Wir haben ja Kategorien. Das ist ja eine Kategorie, die, also Kategorien, die gibt es mit beiden Subscription, mit DNS und mit URL-Filtering. Newly Registered, also weniger als 30 stark. Da bin ich automatisch unter High Risk oder als High Risk geflaggt. Es gibt auch noch den Medium Risk bis zu 60 Tage. Oder den Low Risk, wenn ich dann weniger bis zu 90 Tage einfach die Domäne registriert worden ist. Ne? Aber wir wissen ja, Newly Registered Domain ist halt immer noch etwas, was weit und breit benutzt wird. Ich registriere dann eine Fake Domäne und ich starte dann mit einer Phishing-Kampagne, mit irgendetwas. Ich habe gerade gestern Abend nochmal meine private Mailbox da gecleant. Also es gab wirklich viele Sachen drin, auch wieder von Swisscom, von Netflix, auch nochmal vom Bund, also auch in Frankreich, weil es dort gerade, ich bin ja ursprünglich vom Elsass, ich bin ja dort immer noch angemeldet, hey, klick mal da drauf, damit du online wählen kannst und so weiter. Also sie stoppen nicht, sie werden ja immer kreativer und eben, das sieht ja jeder von uns, man kriegt ja jeden Tag solche E-Mails mit komischen Domänen. Wir sagen einfach, ey, wir können das in Realtime viel schneller und effizienter analysieren, sofort unterbinden auf der Firewall. Wir sind in einer ganz guten Position und das hilft dann schon extrem. Wir reden da ja nicht natürlich von E-Mail-Security, sondern nur von DNS-Security. Gut, Cybersquatting, ich glaube, das ist das letzte Beispiel, was ich da hier auch noch habe. Wenn ich natürlich so eine Domain registriere, die sehr ähnlich aussieht, als eine bekannte Firma zum Beispiel, eine sehr bekannte Domäne. Hier sieht man es ja mit Walmart, iPhone, man hätte ja auch Apple benutzen können. Ne? Hier habe ich Samsung drin, Wells Fargo, einer von den größten Banks in Amerika, Royal Bank, ich glaube, das ist Royal Scotland Bank, ist einer von den größten Banks in UK. Und es gibt ja da immer auch die unterschiedlichen Kategorien, die ich dann erkennen kann. Phishing, warum? Vermutlich geht es darum, hey, klickt man auf die Webseite, gib mal da dein Passwort und also dein Username und Passwort ein. Da geht es ja wirklich um Phishing. Samsung sagt man da vielleicht, hey, lad doch die kleine Software runter da, wir können den Smartphone oder den ja, Samsung-Smartphone oder iPhone-Smartphone dann go checken oder irgendetwas tun. Also geht es sicher darum, dass man eine Malware runterlädt. Walmart, wenn ich da drauf klicke, hey, wir gehen mal Online-Shop, Grayware. Adware ist ja dann immer Grayware, wenn ich ganz, ganz, ganz viel Werbung komme. Das ist ja nicht unbedingt böse, aber es ist einfach mega mühsam und sie wollen ja, dass ich da auf irgendetwas klicke, um Sachen zu bestellen automatisch, bin ich ganz schnell auf eine chinesische Webseite, die mir irgendetwas verkaufen kann und meine Kreditkartendaten zum Beispiel verlangt. Also das flaggen wir als Grayware. Park Domain ist ja auch eine Kategorie, die wir haben in der DNS-Subscription. Und das sind einfach Domänen, die auch schon registriert worden sind, momentan noch nie benutzt worden sind. Ne? Oft wird das gemacht von großen Firmen. Sie haben ihre Hauptdomäne, kaufen aber auch eine ganze andere. Dort gibt es keine Webseite und so weiter. Vielleicht im besten Fall einfach eine Redirection auf die Hauptdomäne, aber einfach, dass niemand anders das verwenden kann. Oft gibt es dann nochmal mit Kürzel oder es gibt die Domäne mit .com, .net und auch allen anderen Extensions, die es da überhaupt gibt. Das flaggen wir auch als Parkdomain, ne, und wird oft auch benutzt, um einen Angriff durchzuführen. Genau.
Ich glaube, die Slide ist jetzt auch nochmal redundant, ist einfach nochmal ein bisschen anders gezeigt. Ultraslow, DNS Tunneling, Dictionary, DGA ist ein Domain Generation Algorithm und Dangling DNS, wie das funktioniert und wie wir das erkennen können. Und das ist wirklich eine super Story, also bitte denken dran, bei jedem Kunde, ihr könnt das starten, macht ein SLA, im SLA, es ist ja kostenlos, ihr gewinnt Punkte für Cyberforce-Programm. Wir haben sogar immer noch eine Promo, die läuft bis Ende des Jahres. Da kann ja der SE, wenn es um einen Deal gibt, um einen Deal geht, und der Deal wird noch geclosed und ist größer als 10K, kann es sogar noch einen Voucher geben von 50 oder 100 Stutz für euch. Start wirklich die DNS-Konversation bei Kunden. Es gibt so viele Kunden, die noch so schlecht geschützt sind. Und keine Sorge, ihr könnt auch sehr gerne diese EPAM-Hersteller wie Infoblox und anderen so ein bisschen angreifen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil wir wollen natürlich uns da viel besser positionieren als solche Hersteller mit unserem Approach. Und wir behaupten, wir können, glaube, das kann man auch sehr gut in einem POC beweisen, dass wir dort viel besser sind. Es gibt die Möglichkeit, eben ein SLA durchzuführen, da sieht man das, natürlich muss man die Subscription aktivieren und das kann man auch mit einem Trial bis zu 90 Tage, genau das habe ich hier auf der Slide, also das jeder Kunde müsste schon mal sein Trial gemacht haben, durchgeführt haben. Okay, ich möchte jetzt keinen Kunde mehr sehen, der noch sagt, hey, DNS Security interessiert mich überhaupt nicht, die Firewall ist eh schon inline, ich kann das einfach aktivieren, ich kann das alles auf Alert Only zum Beispiel konfigurieren, natürlich, wir möchten da nicht intrusiv sein in einem POC und danach einen Report bauen, direkt auf der Firewall oder SLR laufen lassen und ich kann euch garantieren, es gibt immer spannende Diskussionen und wir sehen dann immer etwas. Bezüglich Demo muss ich mich auch noch entschuldigen, wir haben eine coole, viel bessere, umfangreiche Demo mit Cobalt Strike, aber da habe ich keinen Zugriff bekommen. Es ist momentan nur noch bei unseren CEs. Sie haben mir aber gesagt, hey, sie schaffen dran, damit das zur Verfügung steht, sicher mal bald im Partnerportal und ich werde euch auch alle informieren, sobald das funktioniert. Wie gesagt, ich glaube, DNS Security habt ihr alle schon mal gesehen. Hier gibt es auch noch ein ganz gutes Video. Und die ist noch nicht so sehr alt, also das von 10.2 ist nicht drin, aber die Konzepte sind ja alle noch gleich. Schaut euch diese an, die findet ihr sofort auf YouTube. Die ist ganz cool. Und was ich euch einfach noch zeigen wollte, ups, natürlich hat er mich jetzt da rausgekickt. Gerade eine Sekunde. Wenn ihr das einfach mal testen möchtet, im Admin Guide direkt gibt es da ein paar Webseiten. Okay, das ist nicht so super spannend. Ich teste das einfach von einer Maschine. Firewall erkennt das. Das ist dann so sehr ähnlich wie der Wildfire-PE-File. Wenn ich das teste, zumindest habe ich dann einen Alert und dann habe ich eine Alert per Kategorie. Okay, also diese Domäne gibt es da, diese Testdomäne. Klar, nicht unbedingt so super spannend für den Kunde. Er sieht dann einfach, okay, wir haben es entdeckt, Alert wurde generiert, aber zumindest kann ich auch sicherstellen, dass meine Policy und meine Profiles richtig konfiguriert sind. Genau, und jetzt wollte ich euch gerade noch das allerletzte zeigen zum Thema Syncall. Und ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Oft weiß ich dann gar nicht, welche Maschine kompromittiert ist, oder? Weil je nachdem, wo die Firewall installiert ist, seht sie vielleicht nur DNS-Traffic zwischen mein interner DNS-Server und der Public-DNS-Server. Und natürlich die Source, also die Quelle von dem DNS-Request, ist immer mein DNS-Server. Was ich da aber machen kann, ihr seht es ja hier im Anti-Spyware-Profile, der Michi war vorher schon drin, Inline Cloud Analysis ist für die neue ATP und der DNS-Policy. Es gibt auch immer noch die externe Liste, die ich mit MyMail zum Beispiel pflegen kann. Es gibt die Default Palo Alto DNS, das sind die 100.000 E-Träge, die es gibt. Die gibt es auch schon viel länger. Und dann sind die unterschiedlichen Kategorien. Da habe ich auch Granularität, wenn ich das konfigurieren will. Best Practice wäre natürlich immer blocked. Ne? Wenn das nicht machbar ist, kann ich aber auch sagen, natürlich allow oder nur Default ist immer Default ist Block oder Allow, das seht ihr da auch, was der Default ist, oder sonst Syncall. Und was bedeutet Syncall? Syncall heißt, unser Firewall wird antworten. Okay?
Unser Firewall wird dem DNS-Request antworten mit einer vordefinierten IP-Adresse, die kann ich hier konfigurieren. Und ich könnte dann sagen, okay, ich nehme jetzt eine IP-Adresse, eine interne, ich konfiguriere diese und wenn ich hier ein Match habe, anstatt Block, sage ich auch Syncall. Die Firewall antwortet dem DNS-Request und sagt, hey, du musst die IP kontaktieren und natürlich ein zweiter Step hier ist, ich muss eine Policy haben, okay, ich baue mir hier eine Policy und ich sage, Source Any, Destination hier, unter Adress, hier tue ich meine Syncall-IP-Adresse hinzufügen. Okay, ich habe sie vielleicht hier jetzt noch gar nicht, ist auch nicht so schlimm. Hier catche dann alle, das ganze Traffic mit einer Destination-IP zu meiner Syncall-IP-Adresse, damit ich das auch habe. Und dann kann ich natürlich sofort sagen, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder blockiere ich das, okay, aber ich mit Log-Forwarding kann ich dann sagen, nee, ich möchte ein Ticket öffnen, ich möchte vielleicht ein XOR-Playbook starten, ich will irgendetwas machen, um mein, hier zum Beispiel gibt es schon, um meinen Administrator oder Security Analyst zu informieren mit Log-Forwarding, okay? Weil wenn Syncall matcht, das heißt, hey, ich habe da ein Problem. Oder ich mache einfach eine Redirection oder die IP-Adresse hat redirected mich zum Beispiel auf einem Webserver und ein ganz großes Warning. Natürlich tue ich das immer noch loggen und habe Log-Forwarding, ja, damit ich etwas starten kann. Aber vielleicht kommt er auch einfach auf eine Webseite und sagt, hey, DNS Security hat da irgendetwas entdeckt, deine Maschine ist vielleicht kompromittiert, bitte kontaktiere sofort dein Service Desk oder irgend sowas. Okay, also das sind die zwei Steps nochmal ganz schnell im Anti-Spyware-Profile. Konfiguriert die Kategorien, Best Practice mit Block. Ihr könnt auch Syncall machen, damit ihr auch den End-User erkannt und dann eine dedizierte Policy, wo ich das ganze Traffic matche. Ich schaue jetzt gerade auf die Uhr, Rolf. Tut mir leid. Ich sehe gerade, dass ich dir ein bisschen zu viel Zeit weggenommen habe. Entschuldigung dafür. Nein, kein Problem. Gab es noch ein paar Fragen in der Zwischenzeit? Ich habe jetzt gar nicht gecheckt. Nein, es hat keine Fragen gegeben. Aber okay. Ihr habt ja noch die Möglichkeit, jetzt Fragen zu stellen. Und du völlig in Ordnung, Nico. Also ich glaube, die Zuschauer kennen das von einer Morning Session, technischen. Manchmal überzieht man, manchmal gibt es eine spannende Diskussion. Da ist es jetzt mehr halt dann Fragen-Antwort, aber das passt. Mhm. Super. Gut, dann würde ich eben Fragen im Hintergrund bitte noch stellen. Würde ich noch den letzten Teil dann machen. Ich gebe dir gerade schnell meinen Screen frei. Genau. So. Schnell Kontrollfrage an Michi. Sieht man das? Passt das? Gut, ja. Ja, dann würden wir noch schnell in den letzten Teil von dieser Morning Session reinzoomen. Und zwar da bei uns der Routing Engine, wo Palo eigentlich mit der Version 10.2 überarbeitet hat oder erweitert hat. Und zwar ist es so mit dem Ziel, also ich sehe sowohl im Web-UI, dass es Änderungen gibt, aber die grossen Änderungen haben vor allem im Unterbau stattgefunden, mit dem Ziel, an sich einfach mehr komplexere Szenario, speziell vielleicht auch in einem Provider-Umfeld, können zu bedienen. Also die Möglichkeit haben, die Routing-Tabellen besser zu filtern, besser zu definieren, wie ich Routen wieder verteilen tue, zum Beispiel von BGP in ein OSPF oder umgekehrt. Das heisst also, mehr Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, wie ich die ganze Routing-Informationen kann verarbeiten und entsprechend eben anpassen. Ja, dazu eben ist die Advanced Routing Engine entwickelt worden. Wichtig vielleicht, man muss das als erstes mal aktivieren. Also das heisst, die ist per Default noch nicht aktiviert. Man geht also unter Device, unter Setup und dann Management in den General Settings, muss ich das Advanced Routing mal als erstes konfigurieren oder aktivieren, muss dann Konfiguration committen und in dem Zusammenhang findet dann auch ein Reboot statt. Ich sehe auch gerade, es gibt eine Warnung, wenn ich das aktiviere, mit dem Hinweis, hey, die Advanced Routing-Funktionalität ist immer noch in einem Preview-Mode. Es ist so, wir sind im Release 10.2.1
kommen dann nachher noch genau dazu. In dem Release will man eigentlich eine Feature-Parität erreicht haben, zu der alten Routing-Engine, aber es gibt noch gewisse Protokolle, die noch nicht unterstützt sind. Darum ist der Preview-Mode eigentlich noch vorhanden. Nachdem ich dann das Gerät gerebootet habe, sehe ich nachher eigentlich unter Network die erste wichtige Änderung. Wir reden nämlich nicht mehr von Virtual Routers, sondern neu nennt sich das Ganze Logical Routers, was ebenfalls ein wichtiger Change ist. Ich habe typischerweise einen Default Virtual Router gehabt, in PanOS, und wenn ich das umstelle auf Logical Routers, ist einmal als erstes gar nichts da. Das heisst, ich muss einen Logical Router erstellen. Ich kann mit einem anfangen, ich kann natürlich auch gerade mehrere machen und muss beim Erstellen eigentlich dann sagen, okay, welche Interface werden über die Routing-Instanz bedient. Also als erstes in den Logical Router-Bereich hinspringen, neue Router erstellen, Interface-Zuordnung machen und natürlich noch einen auch, oder der umgekehrte Weg, ich tue ein Interface konfigurieren, tue dort rein, sage, okay, das Interface ist vom Typ Layer 3, wird von dem Logical Router bedient und gehört zu dieser Security-Zone. Was man ebenfalls sieht, eben GUI-Änderungen sind da rechts auf. Also sind links aufgeführt und rechts dann konkret das Ergebnis. Wir sehen unten dran, wir haben die Routing-Profil. Und die Routing-Profil, das ist eine neue Art, wie ich eigentlich die Protokolle konfigurieren und in dem Sinne eben auch Filterlisten verknüpfen. Und wir haben dann zu Unterstunden, vor Multicast, haben wir ebenfalls zusätzliche Filtermöglichkeiten drin, die dann auch so Conditional Route Maps erlauben. Also das heisst, der ganze Bereich ist komplett überarbeitet worden, einerseits darstellungsmäßig im UI, aber andererseits natürlich eben der ganze technische Unterbau. Jetzt habe ich vorhin erwähnt, es sind noch nicht alle Features vorhanden. Namentlich ist es RIPV2, wo noch fehlt, PIM ist noch nicht unterstützt und IGMP. Die sollen im Patch-Release oder im Feature-Release 10.2.2 dann kommen. Aber ansonsten sollte man eigentlich mit dem aktuellen Stand Feature-Parität haben. Und wenn man jetzt gerade mal bei OSPF schaut, sind da weitere Funktionen dazugekommen. Im Wesentlichen immer das Advanced Filtering und Redistribution. Das findet man eigentlich praktisch überall. Beim BGP haben wir aber weitere Enhancements, also ich habe jetzt einen Community-Support drin, Fast Failover, all diese Themen sind hinzugekommen. Wenn wir das jetzt nochmal dann im GUI innen abbilden, ich kann nicht allzu viele Screenshots, respektive ich überspringe jetzt da auch noch ein, zwei im Anbetracht von der Zeit. Wenn man das jetzt nochmal anschaut, hat mir die Tabelle da recht gut geholfen. Ich habe links wieder eine Sicht auf, wie es GUI das abbildet und rechts dann, was würde ich wo konfigurieren. Wir sehen jetzt unter Routing Profiles BGP als Beispiel, das ist der blaue Teil. Habe ich Profil für Timers. Ich habe einen globalen Timer unter Umständen oder ich kann, wenn man das vielleicht auch bei OSPF gerade gut sieht, Interface-Timer, wo dann einen globalen Word überschreiben. Ich sehe, ich habe Bereiche für die Authentisierung drin, also wie tue ich meinen Peer authentisieren, wie tue ich aber auch unter Umständen Root-Informationen redistribuieren. Und gerade im BGP-Bereich haben wir auch weitere Filtering-Möglichkeiten. Und dann im grauen Bereich, filterspezifisch, kann ich dann wirklich sagen, okay, ich kann auch Access-Listen, also wer darf überhaupt Routing-Informationen publizieren oder was will ich nicht haben. Ich habe Prefix-Listen neu, wo ich darüber abbilden in diesen Filters. Ich habe aber auch Community-Listen, wo ich setzen kann und via Routemaps eigentlich dann eben auch die Redistribution konfigurieren. Also sehr viel Flexibilität. Ist klar, nicht jedes Unternehmen oder nicht jeder Use Case braucht die Anwendungsszenario. Aber Paula hat immer wieder in der Vergangenheit verschiedene Feature-Requests bekommen und einfach gesagt, hey, wenn ich mich zum Beispiel mit einer Cisco-Umgebung will verbinden oder mit einer Juniper-Box, dann ist es rein vom Aufbau her und von der Logik halt wirklich anders zu handhaben.
Und ich glaube, eben mit den Filter- und Profilmöglichkeiten, die man neu hat, kommt man näher an das ran und kann sicher eben so entsprechende Szenario auch bedienen. Das wäre es gewesen, ganz kurz und bündig. Es gäbe noch weitere Slides. Ich tue das entsprechend in der Präsentation, wenn ich die zur Verfügung stelle, einblenden. Dann kann man dort auch noch reinschauen. Es wird mal klar beschrieben, wo setzt denn jetzt der Filter an und wo setzt das Profil an, wo sind die Unterschiede. Wenn es Sie interessiert, können wir auch noch abtauchen. Eben der Unterbau, der geändert worden ist, schafft primär neu mit Linux Namespaces. Also das heisst, jeder Logical Router wird in einem so einen Namespace bedient. Wir hat als Default Namespace dann, wo der auch die Daemon drin läuft und die Route-Informationen, wenn man so will, aggregiert und auch für die externe Kommunikation da ist. Ist ebenfalls überarbeitet worden. Wenn Sie dort Informationen bräuchten oder Sie Interesse haben, ungeniert auf mich zukommen. Dann möchte ich noch kurz darauf verweisen, dass wir ganz neu für PANOS 10.1 auch ein Cheat-Sheet zur Verfügung stellen. Kann man einerseits über blog.pol.ch abrufen und dann dort nach PANOS Cheat-Sheet suchen. Der Link ist ebenfalls vermerkt. Mittlerweile haben wir, glaube ich, etwa 5 oder 6 Seiten, also recht umfangreich. Eben, das fängt an mit Basiskonfigurationen vom System, geht nachher aber eben tief ab bis in die eigentliche Debug-Kommandos, die man dann absetzen kann. Wir nehmen zum Beispiel einen Flow überwachen und entsprechend auch Filteroptionen dazu. Sicher etwas, was sehr, sehr spannend ist. Der Michi und generell auch wahrscheinlich Silvia, das Tech-Team, hat da sehr viel Effort geleistet. Nützt das Instrument, stellen wir, wie gesagt, über den Link oder über blog.pol.ch zur Verfügung. Ja, dann sind wir eigentlich bereits am Ende dieser Session. Ich frage noch schnell in die Runde, gibt es gerade offene Fragen noch? Generell zu meinem Thema. Nicht in Fragen und Antworten, von dem her haben wir, glaube ich, alles beantwortet. Gut, und sonst natürlich die Möglichkeit, den Michi, Silvia, mich, Peter Bernold direkt anzuschreiben oder natürlich auch den Nico Vogel. Möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken beim Nico, aber auch beim Michi, der da sehr viel Herzblut geleistet hat. Ich weiss, es ist nebst dem Daily-Business-Geschäft immer auch ein Aufwand, eine extra Meile, wo man da geht, um sich dann die Features rauszupicken, anzuschauen und dann eben in so einer Session etwas Spannendes können zu vermitteln. Vielen Dank auch an Sie, an die Teilnehmer, für die vielen Fragen oder einfach Fragen, die wir bekommen haben. Ich hoffe, es war eine spannende Morning-Session, wo Sie viel daraus haben können mitnehmen. Die Session wird aufgezeichnet, das hat der Michi schon erwähnt, werden wir dann im Nachgang zur Verfügung stellen, ebenfalls mit sämtlichen Präsentationen. In dem Sinn, nochmal herzlichen Dank für die Teilnahme, hoffe bis bald, machen Sie es gut, schönen Vormittag. Danke, alles Gute. Ade miteinander. Ciao zusammen, merci.